Wie ich meine Dateien verschlüsselt in der Cloud sichern kann, zeige ich euch nach dem Intro. Cloud-Speicher wie Dropbox, Amazon oder Google Drive eignen sich eigentlich perfekt als Backup-Lösung, denn sie sind unkompliziert zu bedienen, funktionieren vollautomatisch, versionieren meine Dateien und ich habe auch meine Dateien nochmal an einem anderen Standort gespeichert und die sind über alle Geräte zugreifbar, die Dateien. Der einzige Nachteil ist, dass Anbieter wie Dropbox, Amazon oder Google Drive oder Sachen mit deutschen Anbieter HiDrive, die sehen meine Dateien im Klartext. Sie können also genau wie ich auch in die Datei reingucken. Das kann ich mal hier demonstrieren. Ich habe jetzt hier mein Dropbox offen, mache hier einen Rechtsklick rein in Windows, sage einfach neues Textdokument, nenne das mal Test und dort kommt dann 1, 2, 3, 4, 5 rein, speichere ich ab und das synchronisiert jetzt in die Cloud. Jetzt kommt es hier auf meiner Online-Übersicht und hier kann ich jetzt reinschauen. 1, 2, 3, 4, 5 steht da. Was ich hier sehen kann natürlich auch Dropbox sehen, weil ich bin ja jetzt hier online angemeldet. Und Dropbox wird das wohl kaum vernünftig verschlüsseln. Das heißt, wenn Datendiebe einbrechen bei Dropbox, sind meine Dateien in den falschen Händen und die können verwertet werden. Möchte ich jetzt verhindern, dass das passiert, muss ich die Dateien verschlüsseln, bevor sie hochgeladen werden. Bevor Dropbox also die Dateien zu Gesicht bekommt, muss ich sie verschlüsseln. Dropbox ist jetzt hier nur ein Beispiel. Das Ganze funktioniert natürlich genauso für Google Drive und andere Cloud-Speicherdienste. Und zwar wäre meine Programmempfehlung da das Programm CryptSync. Das habe ich mal runtergeladen. Link in der Videobeschreibung. Da könnt ihr es runterladen und installieren. Hier zur Installation sage ich jetzt nicht viel. Die ist unkompliziert. Einfach immer auf Weiterklicken und alles bestätigen. Und hier sage ich Ausführen nach der Installation. So, hier, das ist die Benutzeroberfläche. Viel mehr gibt es da jetzt nicht bei CryptSync. Was muss ich jetzt also tun, bevor ich hier anfange? Ich muss Ordnerpaare festlegen. Und zwar gebe ich einen Ordner an, in den die unverschlüsselten Dateien kommen. Also so wie ich sie sehen möchte, unverschlüsselt. Und ich gebe einen Ordner an, wo die verschlüsselt hinkommen. Ja, und bei Dropbox sollen die natürlich verschlüsselt hinkommen, denn der soll nie meine Dateien im Klartext sehen. Dazu gehe ich jetzt hier mal unter Dokumente und lege hier einen neuen Ordner an. In dem werden dann in Zukunft meine Dateien unverschlüsselt liegen. Den nenne ich jetzt einfach mal Cloud Backup. Könnt ihr nennen, wie ihr wollt, völlig egal. So, jetzt gehe ich hier auf CryptSync und sage hier neues Ordnerpaar. Und hier der originale Folder oder der originale Ordner, der bleibt unverschlüsselt. Das ist dann hier mein Cloud Backup. Den suche ich mir hier raus und sage hier Ordner auswählen. Und Encrypted Folder ist natürlich dann die Dropbox, die ist ja hier links schon angeheftet. Das sage ich jetzt hier auch Ordner auswählen. Hier kann ich jetzt das Passwort zur Verschlüsselung wählen. Das solltet ihr natürlich besonders sicher machen, also kompliziert. Passwortregeln kennt ihr ja hoffentlich. Für die ganz Paranoiden, die können hier noch die Dateinamen verschlüsseln. Würde ich aber aus Gründen der Bequemlichkeit nicht empfehlen. Sync Direction Both Ways lassen wir auch so drin. Gehen wir auf OK, das passt so. Jetzt werden die beiden Ordner lokal erstmal synchronisiert und wir prüfen auch jetzt, ob die Verschlüsselung funktioniert. So, ich sage hier Run in Background. Ah, übrigens hier Start in Windows, das muss angehakt sein bei euch, weil sonst startet er nicht mit und es wird nicht synchronisiert. Run in Background sage ich jetzt und ich gehe jetzt hier auf mein Cloud Backup und lege hier mal eine neue Datei an. Das nenne ich mal super geheim. Passwort ist der Inhalt der Datei. So, und ich möchte ja nicht, dass Dropbox jetzt diese Datei im Klartext sieht. Ich gehe jetzt dazu auf meinen Dropbox-Ordner und jetzt muss ich einen Moment warten. Genau, jetzt wird nämlich diese Datei gezippt mit dem Programm 7-Zip. Das funktioniert vollautomatisch im Hintergrund und verschlüsselt. Wie kann ich denn prüfen, ob die verschlüsselt ist? Naja, ich mache mal hier einen Doppelklick drauf und hier muss ich ein Passwort eingeben, bevor ich an die Datei komme. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist mein Passwort und hier sehe ich jetzt die Datei super geheim. Also mit dem Passwort kann ich sie entschlüsseln, aber Dropbox wird nur die verschlüsselte 7-Zip-Datei sehen. Der Vorteil von dieser Methode ist, dass ich jetzt auch diese 7-Zip-Datei auf den Computer laden kann, der keinen CryptSync installiert hat und kann die trotzdem entschlüsseln. Aber Dropbox weiterhin sieht nur die verschlüsselte Datei im 7-Zip-Format. Ihr könnt jetzt hier aus Bequemlichkeit Dropbox hier ausblenden, weil ihr solltet auf keinen Fall anfangen, jetzt hier Dateien reinzulegen, weil dann kann Dropbox die wieder im Klartext sehen. Ihr solltet also immer hier in dieses Cloud Backup die Sachen reinlegen. Wie kann ich das jetzt möglichst bequem machen? Naja, ich mache hier einen Rechtsklick auf Schnellzugriff, wenn ich hier in dem Ordner drin stehe
und sage an Start anheften, nein, auf an Schnellzugriff anheften und dann wird hier mein Cloud-Backup-Ordner hier angehängt und ich kann da direkt draufklicken. Wer hier den Dropbox-Ordner noch rauslöschen möchte, dem habe ich eine Beschreibung, wie das geht, in der Videobeschreibung verlinkt. Wem das jetzt alles zu schnell war, ich werde jetzt noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf meinem Blog veröffentlichen. Auch dafür gibt es den Link in der Videobeschreibung und ich blende ihn hier auch mal von der Seite ein.